Hey, ich bin die Mel vom Flurfunk, vom Dell-EMC-Blog von Ingram Michael und wir sind heute auf der Top. Wie wir sehen, gerade Anmeldung, super was los. Wir schauen uns heute für euch um, was im Fachhandel alles gerade so passiert. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir doch einfach mal rein. Schwierig geworden im IT-Bereich. Auch was Preise werden bei den Kunden. Da sind die Marge nicht mehr so hoch wie früher. Preispolitik, okay. Gerade im Kundenbereich. Ich sag mal, Amazon macht eben das Leben schwer, um das jetzt mal so beim Namen zu nennen. Ganz klar, Kunden wollen immer mehr Beratung haben, aber die Waren oder die Lösungen dann praktisch nicht bezahlen. Natürlich, es kostet Geld und niemand mag Geld ausgeben. Und darum versucht man immer das schmackhaft zu machen, indem man dann halt was Anständiges hinstellt, wo sie auch sehen, oh, der Arbeitsprogramm ist jetzt schneller. Die Angst der Deutschen vor der Cloud und die nicht vorhandene Bandbreite der Telekom. Sie müssen in diesem Bereich alles abdecken können. Das heißt, sie sind auch ständig, egal in welchem Alter, ständig dabei, sich weiterzubilden über Firmen intern. Oder wenn sie jetzt hier so über die Messe gehen, gucken sie sich alle möglichen Sachen mal wieder an. Dann müssen sie ständig auf dem Laufenden bleiben, weil sonst sind sie ganz schnell hinten dran und der Bewerber läuft vorbei und sagt, ja, tut mir leid. Gerade noch bei uns im Interview auf dem Flurfunk, jetzt auf der Couch. Herr Schmitter am Dell-Stand? Wie klar, wo denn sonst? C119. Sehr spannend, ja. Also seit Jahren spannend und bleibt auch. Genau. Okay. Ich glaube, das als Fluch anzusehen, das geht gar nicht mehr. Man kommt nicht drum herum. Die Akzeptanz ist sicherlich in den letzten Monaten größer geworden auf dem deutschen Markt. Ich glaube, wir Deutsche haben das im Mittelstand besonders früher. Nichtsdestotrotz, ja, wir kommen da nicht drum herum. Das ist eine Sackgasse. Und eine Einbahnstraße. Klar, natürlich. Also, Die Nachfrage steigt auf jeden Fall, was dieses ganze Cloud-Geschäft angeht. Das ist, das merkt man schon, dass die Hemmungen sind da eigentlich mittlerweile teilweise fast überhaupt nicht mehr vorhanden. Man wird ja so reingedrückt in diese Welt, man hat eigentlich keine Chance mehr zu entweichen und ich glaube deshalb verliert man auch nach und nach da wirklich die Vorsicht. Also die Angst schwindet bei der Cloud, gerade bei Kunden, die viel mit internationalen Partnern zu tun haben. Weil es ist von denen vorgelebt bekommen, wie man damit umgeht. Es ist so ein bisschen, ja, ich sag mal, ein typisch deutsches Bedenken, alles kontrollieren zu wollen. Ja. Hallo? Wow, ein super spannender Tag geht zu Ende. Ich bin echt noch voller Eindrücke mit den coolen Gesprächen und all den coolen Sachen, die wir gesehen haben. Ich bin jetzt hier auch schon beim Feierabenddrink und bedanke mich, dass ihr uns begleitet habt heute auf der Top. Wir hatten super viel Spaß, die Flurfunker. Ich hoffe, ihr mit uns und bis bald. Tschüss, eure Mel von den Flurfunkern.